one they fear. He is Headhunters Dragonborn. So. Gerade eben hat mein Aufnahmeprogramm eben erstmal gemeint, so richtig schön rumzuspacken. Wurscht. Also jetzt herzlich willkommen zur zweiten Aufnahmesession für Skyrim Hardcore 600 Platz Mods Ultimate, was auch immer. Wir haben jetzt hier zu guter Letzt diese wunderschöne Festung ausgeräumt. Und das war eine Mission, die uns Farkas gegeben hat. Und dementsprechend habe ich mir gerade eben vorgenommen. In dieser Folge werde ich mich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, euch ein bisschen was zu bieten, auch im Gameplay. Weil die letzten 8 Folgen waren ja hauptsächlich nur ein bisschen sinnloses Rumgerenne, Riften erkunden, Riften-Nebenmissionen machen. Und aus dem Grund werden wir uns jetzt hauptsächlich erstmal auf die Gefährtengilde konzentrieren. Also schauen, dass wir ein Werwolf werden. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Warum zur Hölle? Ich dachte eigentlich, ich hätte hier alles geklärt und dann kommt er um die Ecke. Interessant, er hat einen verbesserten Helm. Und der ist besser als meiner. Und auch seine Rüstung ist besser als... Wie kommt denn das bitte zustande, wie dem auch sei? Den nehmen wir mit, den Helm. Da muss ich gerade mal eben vergleichen. Tatsache, die schützen nur 14. Und auch die Rüstung schützt nicht so viel. Okay, dann ziehen wir jetzt dein Zeug hier an. Und mein Controller hat sich ganz offensichtlich nicht richtig verbunden, sehe ich gerade unten an den Symbolen. Ja, nee, mein Controller hat sich immer noch nicht richtig mit SkyUI verbunden, weil ich kann gerade nicht wechseln. Also generell, mein Controller will gerade nicht so, wie ich will. Och man, warum? Was genau ist jetzt gerade eigentlich dein Problem, Controller? So, wie dem auch sei, erstmal den hier anziehen, dass er weiß, was er in Zukunft immer anziehen soll. Wenn ich hier das ganze Ziel wieder wegstecke, dass er weiß, das ist der richtige Helm. So. Dir. Bei, nee, dir geben wir's. Ist es, weil du Angst hast, was ich mit ihm machen könnte? Nee, ich kann den Reiter nicht mehr wechseln. Das ist gerade irgendwie verbuggt. Also ich komme nicht in meinen Reiter rüber. Und aber auch nicht mit der Tastatur. Also eventuell muss das Spiel gleich nochmal komplett neu starten. Das ist ein bisschen ätzend. Sieht man ja auch da unten. Escape, Escape für Ausrüsten. Das ist ja kompletter Bullshit. Und dann, wenn ich oben bin, funktioniert es wieder. Also irgendwas... Ja, okay. The fuck. Gut, dann setzen wir jetzt hier einen kurzen Speicherpunkt, machen einen kurzen Cut. Und ich bin gleich wieder da. So. Hallo und herzlich willkommen zurück. Nachdem ich jetzt mehrfach versucht habe, es neu zu starten, den PC neu gestartet habe, es dann mehrfach abgeschmiert ist, hoffe ich, dass wir jetzt endlich weitermachen können. Weil zwischendrin hatten wir ja dann das Problem, dass wir nicht das Menü wechseln konnten. Dann ist es einmal abgeschmiert, das habt ihr schon gar nicht mehr gesehen, es ist einmal abgeschmiert, als ich hier die Schlammkrabben da getötet habe, es ist dann einfach abgeschmiert. Gucken. Oder dass es dann jetzt flüssiger läuft. Ich habe übrigens Angst vor den Schlammkrabben, weil ich habe das letzte Mal schon angegriffen und ich hänge hier gerade fest. Die haben mich das letzte Mal fast getötet.
Also die haben mich das letzte Mal wirklich fast getötet und das möchte ich eigentlich ungern nochmal riskieren, dass sowas passiert. So, nee, es scheint ganz flüssig zu laufen. Ah, hier ist dieses Riesenlager, von dem wir uns definitiv erstmal fernhalten und auch von dem netten Mammut da drüben. Wir wollen hier nur vorbei, wir wollen euch nichts Böses, weil so ein Mammut wird mich nämlich mit einem Hit töten. Da könnt ihr euch sicher sein. Und so ein Riesenrecht, und so wollen wir Lork hier eigentlich nicht verlieren. Hab mir hier nämlich eigentlich wieder meinen schönen Kaffee gemacht, hab mir alles zurechtgerichtet, bin bereit und dann funktioniert einfach gar nichts. Aber jetzt scheint es ja flüssig zu laufen. Die Melodie gefällt. Dann wollen wir mal zurück zum Farkas. Also wie ich schon angekündigt habe, gerade eben in dem kurzen Cut, werden uns jetzt erstmal um die Gefährten kümmern, ein bisschen Action sorgen. Natürlich nach Möglichkeit so lange wie möglich dabei am Leben bleiben. Aber dadurch eventuell dann auch mal ein paar XP sammeln. Dadurch, dass wir halt ein paar Kämpfe auszufechten haben. Wir haben ja trotz allem hier unsere 1, 2, 3, 4. Fünf, wenn Jade ein bisschen schneller laufen würde. Begleiter. Und vier davon können uns auch überall hin folgen. Die Jade weiß ich nicht, wie sie gecodet ist hinsichtlich des überall hinfolgens. Dementsprechend auch in so abgeschlossene Geschichten wie bei den Gefährten, wenn man die silberne Hand ausräuchern soll. Normalerweise nicht mit Begleiter. Das sind aber spezielle Begleiter, die zählen nicht in den Vanilla-Pool des Spiels rein. Das heißt, die kommen da auch mit rein. Und das heißt im Umkehrschluss, wir überrennen die silberne Hand regelrecht mit einer Armada von Begleitern. In dem Fall jetzt noch fünf. Wobei noch zwei Stück ausstehend sind, die wir noch nicht geholt haben. Und außerdem, darum könnten wir uns auch kümmern. Na, wir machen erstmal die Gefährtengilde. Weil die Imrisi hat ja noch gar nicht ihren Namen. Die heißt immer noch Strange Kashid Girl oder so ähnlich. Und wenn man ihr Quest verfolgt, dann bekommt sie nämlich auch einen Namen. Und dann heißt sie auch wirklich Imrisi. So, aber jetzt gehen wir erstmal unsere Taschen leeren beim Schmied hier rechts. Sobald wir in Weißlauf sind. Jetzt bin ich gerade wirklich beruhigt, dass es jetzt endlich flüssig läuft. Das war jetzt gerade schon echt anstrengend, das zum Laufen zu kriegen, weil zuerst hat es Aufnahmeprogramm gespackt und meinte nicht richtig zu wollen und nur lauter schlieren und hakeln und was ich nicht alles. Dann lief es 5 Minuten flüssig, aber der Controller hat nicht funktioniert. Dann hat der Controller funktioniert, dann ist das Spiel abgeschmiert. Ich habe Stufe 4 erreicht, konnte aber nicht aufsteigen. Nicht mehr. Dann konnte ich, also dann habe ich mich wieder mit denen angelegt, wäre sogar aufgestiegen. Dann ist aber das nächste Problem aufgetreten, das Spiel ist an sich abgeschmiert. Also es war eine verzwickte Situation eine verzwickte Aneinanderreihung von störenden Begebenheiten. So, hier können wir jetzt wieder ein bisschen Zeug vercraften. Was uns im Umkehrschluss natürlich eine ganze Menge Punkte gibt. Nein, den Eisenhelm wollen wir definitiv behalten. Und auf diese Weise, Moment, die Eisen, da muss ich gucken, ob die besser sind als meine. Wenn ich hier schon mal Eisenstiefel habe, weil ich habe hier die Ancient Nord Boots und irgendwo hier unten die Iron Boots und sie sind besser, weil dann ziehen wir die nämlich an. So. Wo war ich stehen geblieben? Genau, der Arndt in Nordheim kann weg.
Iron Gauntlets können weg, der kann nicht weg. Der kann weg, das kann weg. Die alten, das kann nicht weg. Das kann weg. Die Eisenpfeile können weg, das kann nicht weg. Die Eisendolche können weg, das Elfenschild kann weg. Im Stahlbereich kann eigentlich alles weg. Gerade sind wir jetzt nämlich auf Stufe 4 aufgestiegen und da hat es dann letztes Mal nämlich dieses Problem gegeben, dass ich nicht aufsteigen konnte, weil ich gehe mal davon aus, zu schnell das Aufsteigenfenster öffnen wollte. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Ja, jetzt hat es funktioniert. Jetzt können wir hier auch aufsteigen. So, und jetzt können wir hier nämlich wieder einen Talentpunkt geben, aber immer noch nicht im Schmiedebereich, weil da brauchen wir 20 für. Aber ich habe schon gesehen, zweihändig können wir hier unsere Großschwerter verbessern. So, und jetzt können wir noch da hinten zu dem Tanning Rack gehen und hier ein bisschen dran arbeiten. Nein. Ja. Ja. Muss ich mal gucken, weil wenn ich da nämlich irgendwo etwas habe, wo ich Leder draus machen kann. Nein, das Wort, das wollen wir behalten. Ich meine, so ein Wolfspelz beispielsweise habe. Den möchte ich natürlich nicht zu zu Fuhrplate machen, sondern den möchte ich zu Leder machen. Weil Fuhrplates. Ich soll euch etwas liefern. Okay. Nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Irgendwas von wegen eurer Erbschaft. Ach, und mein Weiland. Das war's dann wohl. Ich denke, da geht's um die Utgard, die gestorben ist. Weil die ist ja leider Gottes gestorben. So, Eisendagger. Wir haben weniger Eisen als Leather. Dann machen wir genauso viele Eisendagger, bis ein Eisen übrig bleibt, weil wir ja noch einen verbessern sollen, wenn ich mich nicht irre. Für den Typen in Flusswald. So. Weil ich glaube, wir haben hier noch die Quest, dass ich einen in Flusswald. Wo ist es? Temp and Iron Dagger, genau. Also ich soll noch einen Eisendolch verbessern. So, das aus. Das aus. Jetzt sollte hier alles aus sein, bis auf den Eisendolch. Gehen wir da weg, da wollen wir jetzt dran. Weil jetzt haben wir nämlich ein Eisen und können hier dann auch einen Eisendolch verbessern. Ganz offensichtlich hat er das aber nicht gewertet. Aber ich kann hier auch noch mein Seedetool verbessern, sehe ich gerade. Das machen wir natürlich, da geht der Schaden dann. Oh, okay. Überragend geht der Schaden nicht hoch, aber besser als gar nichts. So, jetzt haben wir aber, wie ich gerade gemerkt habe, kein Eisen mehr, um die Rüstung zu verbessern. Aber ich habe ja gerade auch eine Menge Eisendolche gemacht. Das heißt, ich werde jetzt einfach alle Eisendolche bis auf den verbesserten wieder zu Eisen zerschmelzen. So. Muss dabei nur aufpassen, dass der nicht versehentlich wieder umspringt zum Helm. So, ich hoffe, dass der letzte, der jetzt übrig geblieben ist, auch der verbesserte Dolch ist. Iron Dagger. Fein, ja. Und die da kann ich gar nicht mehr zerschmelzen. Also die muss sowieso abgeben. Aber jetzt können wir nämlich unsere Rüstung auch noch aufwerten und nochmal ein paar extra Punkte versammeln. So. So. Damit ist unsere Rüstung jetzt komplett aufgewertet. Jetzt bräuchten wir eigentlich einen Schmiedemeister, dem wir was verkaufen. Endlich zur Schmiedegilde. In die Gefährtengilde. Ich versuche gleich mal, dass dieses Bildschirmflackern aufhört, weil das passiert nämlich immer nur bei Ladebildschirmen, weil der aus irgendeinem Grund
nicht ganz in Skyrim drin ist, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Das heißt, der ist mit der Maus, deswegen ist hier auch dieser Ladebildschirm, irgendwie nicht in ganz im Spiel drin, sondern irgendwie ganz leicht außerhalb. Das heißt, es ist nicht der Vordergrund. Klar, da ich Controller steuere, ist das wurscht. Aber es flackert dann jedes Mal, wenn ein scheiß Ladebildschirm kommt. Und ich denke aber, ich kann das Ganze beheben, indem ich kurz raustappe und wieder reintappe, so dass es wieder der vorherrschende Bildschirm ist. Muss nur gucken, dass ich ans Richtige tappe, nämlich ans Game Capture und zurück ins Game tappe. Jetzt müsste das Game eigentlich das wieder das Haupt getappte sein. Das ist auch interessant. Ich habe jetzt nochmal einen extra Perk Point gekriegt, weil ich den Raum gewechselt habe. Also irgendein Skript arbeitet verzögert, nur wenn ich den Raum wechsle. Wie dem auch sei, ich kann jetzt hier auch Stahl noch weiter verbessern. Gehen wir dann eigentlich für Elven Armor, Scaled and Plated oder Orkish Dwarven? Ja, Orkish Dwarven, Ebony, Daedric und dann Drachen. Weil Drache ist sowieso oben in der Mitte, das heißt, beziehungsweise 1, 2, 3, 4. Da drüben sind 1, 2, 3, 4, 5. Aber Wabled Orcs only, weil die natürlich die Schmiedekollegen sind. All Perks in this tree, krass. Braucht 80, das Daedric braucht 90. Was genau hat dann eigentlich der Nord für einen speziellen Bonus, den nur er kann? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Also hier ist er nicht drin, gucken wir mal hier rein. Nein. Nein. Das ist interessant. Nein, auch hier ist nichts, was nur der Nord kann. Wie sieht es in der One-Handed aus? Ob der vielleicht hier irgendwas hat, was nur er kann? So, nein. Nein, der Nord hat keine spezielle Sonderfähigkeit. Das ist interessant. Oh, hier könnte ich sogar einen Perk einsetzen, fällt mir gerade auf. Wie dem auch sei. So, wir wollen jetzt hier Zeug verkaufen. Kollege? Ja, ich... Dann verkaufen wir halt... Wow. Du bist nicht die Tussi, der ich verkaufen kann. Was habt ihr zu verkaufen? Ich würde dir gern Zeug verkaufen. So, du bekommst von mir 7 Eisendolche, einen Luna-Dagger, die würde ich gerne entzaubern, einen Orkish-Dagger, die würde ich auch ganz gerne entzaubern alle, einen Silberring, und das ist letztendlich das, was mich so schwer macht. Fällt mir gerade auf und... Achso, warte mal. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ich kann mir jetzt eine Stahlrüstung schmieden, weil ich... Nee, warte, ich kann die Stahlrüstung noch nicht tragen. Ich könnte sie mir zwar schmieden und verbessern, es würde mir aber nichts bringen, weil ich hier noch nicht weit genug bin. Ich muss für Stahl wahrscheinlich Level 20 erreichen. So, Sophia. Ich muss dir ein bisschen Misk geben. So, du bekommst von mir Charcoal, Corundum, Ebony, 5 Eisen, 20 Lederstreifen, 3 Moonstone. Das schmeiße ich gleich weg. 35 davon.
So, das schmeiß ich jetzt direkt weg. Wie sieht's denn aus beim Essen? Ist davon irgendwas? Das da, ja, dann essen wir das jetzt gleich. So. You have contracted stomach rot? Hat mich das Zeug jetzt gerade vergiftet? Wieso? Tafuk? Egal, dann gehen wir zum Schrein von Talos und wir unterhalten uns davon. Tafuk? Warum? Keine neuen Aufgaben. Warum sind wir eigentlich so nah dran momentan? So. Bin ich jetzt auch von der Krankheit? Nein, bin ich nicht. Also muss ich mir dafür doch irgendwie einen Krankheitsregenerations-Sonst-was-Trank besorgen irgendwo. Gucken wir erstmal, wie viel Gold haben wir. Ich glaube, wir können hier ein bisschen schwere Rüstung trainieren bei einem von den Kollegen. Also das, was ich eben gemacht habe, hat ganz offensichtlich nicht gefixt, macht trotzdem noch dieses Bildschirmflackern. Könnte auch was mit dem Aufnahmeprogramm zu tun haben, was ich benutze. Das hat mir jetzt gerade Gänsehaut gemacht. Danke, Sophia. Skjor sagt, ich hätte Iskramors Kraft. Und mein Bruder seine Intelligenz. Und wie ich gehört habe, ist der Kunde zufrieden. Ihr habt gut gearbeitet und den Gefährten einen Dienst erwiesen. So, ich suche nach Arbeit. Ich habe eine Mitteilung von jemandem bekommen, der hier im Fürstentum Weißlauf starke Leute braucht. Ich weiß nicht, warum gekämpft wird, aber das geht uns sowieso nichts an. Ihr müsst nur dort rausgehen, hart aussehen. Und diesen Milchtrinker einschüchtern. Und nicht mehr. Niemand soll sterben. Juhu! Faustkampf. Das mache ich gerne. Erledigt es jetzt. Das mache ich wirklich gerne. Einfach nur jemanden verprügeln. Hulda. Oh mein Gott, die arme Hulda. Heavy Armor, du bist es. Ich zeige euch, wie ihr euch am besten schützt. Ah, ja. Dankeschön, mein Kollege. Bis zum nächsten Mal. So, reicht es schon für einen Stufenaufstieg eventuell? Wenn, jetzt suchen wir uns noch den Zweierkämpfer. Das ist nämlich der Wilkas, der gerade da sitzt. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ich kenne unsere... Alles eine Frage des Schwungs. Hier, ich zeige es euch. Ach, verdammt, ich kann immer nur einen, nur bei einem trainieren. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Naja, wie dem auch sei. Dann gehen wir mal... Hulda verprügeln. Arme Hulda. Ich muss die Quest noch aktiv schalten. So, weil Hulda ist ja hier direkt in Weißlauf, dann müssen wir nicht weit weg. Ist das nicht die... Ja, das ist die Tavernenbesitzerin. Aber vorher gucke ich hier beim... Ach Gott, also heute habe ich echt kurz bei der Tränkemischerin vorbei und hole mir einen Trank der Krankheitsheilung, dass die Krankheit nicht schlimmer wird. Wie auch immer ich mich jetzt zugezogen habe. Ah, weil auch durch Krankheit kann ich sterben. Also, ihr seht, alles und jeder in Himmelsrand möchte mich tot sehen. Selbst das Essen. Oh mein Gott, hier war ich, seit ich die Mods installiert habe, nicht mehr drinne. Warum ist das zweistöckig? Alter! Das ist ja überragend. Ich bin krank, also... Seid ihr also ein Alchemist? Jein.
gib mir einfach nur einen Krankheitsheilungstrank, bitte. Da, Potion of Cure Disease. Cure Potion, Cure Disease ist das. Ich nehme erstmal nur einen, einer sollte vorerst reichen. Sag mal, warum bin ich eigentlich immer noch so schwer? Fällt mir gerade auf. Was habe ich hier drin, was mich gerade so schwer macht? Die Bücher da unten sind ein bisschen schwierig. Zutaten eigentlich nicht, dann ist es das Essen. Ja, das ist das Essen. Wie dem auch sei, so, Potion of Cure Disease. Könnt ihr jederzeit wiederkommen. Hat das jetzt funktioniert? Nein, das hat nicht funktioniert. Wie werde ich dich denn dann wieder los? Okay. Shoot. Bei mir findet ihr Stärkungsmittel. By the way, ist in der Tat nicht gewährt. Sieht euch nach Herzenslust um. Ja, ich sehe mich jetzt wirklich ein bisschen bei dir um, weil das ist ja überragend, was hier draus geworden ist. Das sieht ja einfach nur geil aus. Wow. Ich bin gerade etwas erstaunt, wie geil das hier drin aussieht. Yo! Ein fucking Hexenkessel. Oh, ein paar Bücher. Lese ich gerne. Recorder. Alter, also die hat ganz ordentlich aufgestockt in ihrem Laden, seit ich das letzte Mal hier drin war. Das ist überragend. Ich bin gerade echt baff. Ich bin gerade echt baff, was ist das? Was ist aus diesem Laden geworden? Das ist ja überragend. So, jetzt egal, Hulda verprügeln. Feuerholz zu hacken. Ich bin hier, um einen Streit zu lösen. Ihr könnt mich nicht einschüchtern. Also los. Sophia, geh weg. Los. Ihr gehört mir. Das. Gar nichts. Ist das schon alles? Wo hast du auf einmal das Leben wieder her? Ach so, warum darfst du Tränke benutzen? Geht mir aus dem Weg, Mann! So. Alter! Ihr seid härter, als ihr aussieht. Ihr habt mich ehrenhaft besiegt, keine Frage. Schön, ich kümmere mich darum. Nur lasst mich bitte in Ruhe. Gott! Die war jetzt schon echt heftig.
So, zurück zu Farkas. Dieses Stomach Rot, das... Hoffentlich entwickelt sich das nicht zu unserem Nachteil. Feindraht! So, zurück in die zu den Gefährten und Farkas Bericht erstatten. Oh, dieser Himmel, der sieht so fucking geil aus. Ich musste ganz kurz Manu antworten, weil ich bei ihm mich eben darüber ausgelassen habe, dass hier alles schief gelaufen ist. Ich hätte Iskramos Kraft. Und mein Bruder seine Intelligenz. Ja, schön. Das hast du uns jetzt schon ein paar Mal erzählt. Ich wusste, dass ihr es könnt. Gut gemacht. Wieder 50 Gold. So, ich suche nach Arbeit. Ein Rift macht irgendwelches Gesindel ziemlichen Ärger. Wir müssen sie beseitigen. Mit welchem Problem muss ich rechnen? Ein Haufen kleiner Banditen. Feiglinge, bei denen ihr euch nicht anstrengen müsst. Ah, jetzt dürfen wir wieder ein Banditenlager ausräumen. Ausgezeichnet. Zeig keine Gnade. Farkas ist mein liebster Auftragsgeber. Kill the leader of Barishal Grove. So, wo ist die Barishal? Also erstens aktiv auf Karte zeigen. Das ist sogar ein ganzes Stück von Rift weg. Das heißt, da würden wir zu den Stellen von Rifton gehen und von da aus dann zu dem Lager laufen. Aber vorher schauen wir nochmal in den Flusswald vorbei. Manche denken, ich sag. Und jetzt möchte ich gerade mal was gucken. Direkt, wenn ich hier rauskomme, kann ich ja ganz offensichtlich warten. Weil das Warten hier nicht richtig abgeschaltet ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf die Karte gehe, könnte ich dann auch. Yep, irgendwas greift da langsam, zu langsam. Es ist eigentlich Frostfall, was das regeln sollte, ne? Sehr komisch. Weil eigentlich sollte ich außerhalb direkt nicht warten können und direkt auch nicht reisen können. Aber ich weiß, dass das damals auch ganz am Anfang als der Skyrim Creative Workshop und wie das Ding heißt, den Survival Mode rausgebracht hat, gab es dasselbe Problem, den konnte man austricksen, weil das schaltet das Schnellreisen und so weiter auch aus. Wenn man das Gebäude verlassen hat, hat es nicht schnell genug gegriffen und wenn man schnell genug die Karte geöffnet hat, konnte man dann trotzdem schnell reisen, auch wenn das Spiel das eigentlich nicht wollte, dass das geht. Aber wir werden es nicht abusen, also das war jetzt eine einmalige Geschichte und das werden wir nicht nochmal machen. Alvor, stopp! Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Ich habe den Eisendolch. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingenzeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Oh, dann gehen wir jetzt mal Leder auf dem Gestell gerben. So. Wir wissen ja jetzt bereits, das greift erst, wenn ich einen Raum. Nein, ich möchte eigentlich an dir vorbei. Ja, lauf vorwärts anstatt rückwärts. Gut so. So. Wir gehen jetzt nämlich wieder zu Alvor rein. Der ist nämlich hier in die Hütte reingegangen.